Dann schauen wir mal. Leg mal los, Tilo. Diesmal Ausgabe Nummer 5 mit der Parteivorsitzenden der Linken. Hallo Katja Kipping. Hallo. Dürfen wir wissen, was hältst du von einem zeitlich begrenzten Grundeinkommen? Du musst es ja nicht Grundeinkommen nennen. Ne, ich bin ja generell für ein Grundeinkommen für alle und habe mich sehr gefreut, dass diese Petition von change.org ja echt durch die Decke geht. Ich will nur mal sagen, dass die Krise uns auch allen eins vor Augen führt. Es kann manchmal ganz schnell gehen, dass man von heute auf morgen auf einmal vorm Nichts steht. Manchmal kann halt irgendwas einfach passieren, ein Unglück, eine Krise, auf die du null Einfluss hast und auf einmal stehst du sozusagen vor einer existenziellen Krise. Und deswegen würde ich sagen, wir sollten die heutige Situation auch nutzen, um die Debatten über das Grundeinkommen voranzubringen. Ja, Katja, da muss ich auch wirklich mal fragen jetzt, was soll das? Also, du erwartest vom Staat, dass der ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Das heißt, dass er die Armut kleiner macht. Dabei lebt er von der Armut, weil das Wachstum des nationalen Kapitals ist von der Erpressbarkeit der Lohnabhängigen abhängig. Also, warum stellst du denn Forderungen an den Staat, der genau diese Armut braucht? Ja, Thilo wird gleich wieder eine neue Frage stellen, aber nee, Thilo ist noch mit Rauchen beschäftigt. Gut, inneres Gewissen will wissen, deine Meinung noch zum Helikoptergeld. Wäre ein Wunsch von ihm auch bezüglich der armen Rentner? Die Idee des Helikoptergeldes, das kommt ja aus Hongkong, ne? Dort haben die das als erste durchgeführt. Und für alle, die diesen Begriff nicht kennen, Helikoptergeld meint, wenn man wie mit einem Helikopter über eine Stadt Geld verteilt. Und die Idee ist, dass alle Menschen, die wo dauerhaft leben, eine einmalige Zahlung bekommen. Also in Hongkong waren das umgerechnet 1.300 US-Dollar, also dann umgerechnet in Hongkonger Dollar, was die Menschen bekommen haben. Und die Idee ist, dass das die Wirtschaft ankurbelt, wenn das fort ausgesetzt wird. Ich finde, das kann man machen. Das Problem beim Helikoptergeld ist, das ist eine einmalige Zahlung. Die bekommst du nicht jeden Monat. Ja, das glaube ich dir gerne, Katja. Das kriegt man nicht jeden Monat. Aber wäre es nicht schön, wenn, und du bist ja dafür, dass den Leuten regelmäßig ein Geld ausgezahlt wird, wenn der Helikopter ständig schweben würde und Geld absondern würde, nicht? Dann würde man dann in den Laden gehen und sagt, hier, ich nehme mir was und da hast du Geld und der Verkäufer sagt, nee, danke, ich habe schon genug Geld. Geld ist nicht die Lösung, Geld ist das Problem. Hast du es nicht verstanden? Ja, du brauchst jetzt nicht ein bisschen grinsen. Hast du Geld verstanden? Ich glaube, wir werden im Verlauf der Sendung noch darauf zurückkommen. Oh, ist immer riskant, Politiker nach Büchertipps zu fragen. Aber also jetzt mal, ich fange jetzt nicht an, über mein Buch zu reden, Neue Linke Mehrheiten, was ich geschrieben habe, sondern ich bin ja eher so privat eine Romanleserin und ich finde nach wie vor die Romane von Christa Wolf, Cassandra und Medea sind ganz großartig. Ja, okay, also Katja, eigentlich wurdest du danach gefragt, ob du nicht mal das Kapital lesen willst oder das anderen empfehlen willst, und du liest lieber Romane. Du liest lieber Romane. Ja, was kann man aus Romanen lernen überhaupt? Was kann man von Kunst lernen? Wir werden dann mal das, wenn die Leute endlich mal begreifen, was Geld ist, was Eigentum ist. Also wenn wir der nächsten Generation was schuldig sind, dann konsequenten Klimaschutz. Oh, das kann man mal sagen. Ja, wir sind der nächsten Generation Klimaschutz schuldig. Wir sind ihnen was schuldig? Ja, was denn? So ein Quatsch. Die Leute haben kein Geld. Und sie brauchen Geld. Es wäre doch schön, wenn wir eine Wirtschaft hätten für Bedürfnisse, eine Planwirtschaft ohne Geld. Und da sind wir ihnen nicht Klimaschutz schuldig. Und du weißt ganz genau, dass das Wachstum des nationalen Kapitals nur mit Umweltvergiftung Ja, einhergeht. Bekommen wir vielleicht noch das? ein, Ja. vielleicht noch ein Punkt, weil das so, es ist schon ein Unterschied, finde ich, ob es sowas gibt wie Ausgangssperren in einer Gegend, wo die sehr, also wo auch ärmere Menschen eher ein kleines Häuschen haben, oder ob das eine Stadt ist wie Berlin, wo die Menschen ganz eng sind. Und Berlin zum Beispiel ist ja auch Single-Hauptstadt. Und die Regeln der Ausgangssperre, die es oft gibt, du darfst nur mit Leuten, mit denen du zusammen wohnst oder mit denen du eine Familie hast, rausgehen, hieß ja für Singles, die jetzt nicht in einer WG leben, hieß das ja faktisch, tja, Pech gehabt. Du bist jetzt sozusagen die nächsten Monate, musst du komplett alleine sein. Und Kein da haben sie Sex. halt.
Ja, gut, das Recht auf Sex haben wir jetzt noch nicht durchgesetzt, oder das kann man ja auch nicht, aber müsste man auch Marktlücke, wissen, das ist eure Marktlücke. Stattdessen sind eher andere Anbieter zuständig. Nee, aber bei den Parteienlandschaft? Ausgangssperren, ich glaube, es ist noch zu früh für so anzügliche Witze. Oder ich bin so nüchtern, keine Ahnung. Ja, trinken wir mal einen miteinander, Katja. Bist du denn bereit für das Thema? Alles klar. Meinst du nicht, dass das komisch ist, dass es überall werden Rechte eingefordert? Und jetzt kommst du mit Recht auf Sex? Das gibt es nicht. Aber Recht auf Wohnung gibt es nicht. Das ist doch viel wichtiger. Dann hätte man vielleicht auch besseren Sex, wenn man Ach, das das ist Wohnen natürlich hätte. schwierig, weil welche Instanz hat das Recht zu entscheiden? So, also das ist, da hätte ich echt mal einen Beratungsbedarf und will mir hören, wer das wie feststellen darf. Ja, wer darf denn wie feststellen, was Geld überhaupt ist? Ja, stell's doch selber fest und sag den Leuten, was Geld ist, was ein Eigentum ist. Sag's denen doch einfach. Warum machst du das nicht? Ich habe nur gemerkt, dass ich selber das regelmäßige Kopfrechnen üben auf jeden Fall geholfen hat. Gut, wir bedanken uns bei Katja Kipping, der Parteivorsitzenden der Linken. Morgen, Leute, geht es weiter um 14 Uhr mit Katja Riemann, der Schauspielerin, und um Ja, 15:30 Uhr mit unserem die Vizekanzler. Schauspielerin ist die nächste. Dankeschön, auf Wiedersehen.